Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Let's 15. Dafür überhaupt eine Aufnahme? Jo. Wir spielen Gold Quest Valley auf der... Nee. Karte Gold Quest Valley. LS17. So. Wir sind unterwegs zur Mary's Farm und ich muss mal die Karte einblenden, genau. Und da blinkt sie auch schon, habe ich mir eingestellt. Ich hab Fuchs, ne? Und holen uns mal ein paar Schweine. Gebt ihr euren Schweinen Namen oder sagt ihr, hey, nee, komm, Schwein 1, Schwein 2. Das muss reichen, wegen der Emotionen und so. Ich hoffe, euch geht's gut. Ach ja. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Ich weiß zwar nicht, was das jetzt für Auswirkungen hat, aber ich würde... Man, es sieht ganz geil aus nachts, ne? Also keine Frage. Auch wenn du jetzt hier mal das Gespann anguckst, sieht auch geil aus. Oder soll ich es so lassen? Und mit den Wolken sieht ganz nett aus und so, aber so langsam... Na, vielleicht kann man die Zeit jetzt ein bisschen beschleunigen. Warte mal. So, auf 15-fach, okay? Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Denn ich hätte ganz gerne mal wieder ein bisschen Tageslicht, sonst kriege ich noch Depressionen. Obwohl, wie gesagt, es ist klasse ausgeleuchtet. Sieht geil aus, wenn man mit den Arbeitsscheinwerfern unterwegs ist. Macht wirklich Spaß, da auch mal eine Nachtschicht einzuwerfen. Und vor allen Dingen ist doch das Coole, kommt sie! Mist. Ist das Coole, dass du... Achso, dass du das Licht anlässt quasi. Ne? Wenn du jetzt im Forst bist oder so und dann stellst du, ist dunkel und dann stellst du eine Maschine hin und dann machst du Arbeitslicht an und steigst aus und es leuchtet weiter. Hatten wir ja vorher nicht. Früher gab es das ja nicht. Ne? Und das finde ich richtig geil. Das ist wirklich toll. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier rechts rein. Ist da irgendwie gleich so ein kleiner Feldweg? Das ist aber eine ganz geheime Strecke hier. So. Eine schöne Gegend. Ich kann es echt gut angeln. Ups. Ich wollte nochmal nach draußen gucken. Schon ein schönes Fleckchen hier, ne? Mary's Farm. Echt schön. So. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt hier lang. Ist noch eine Halle. Große Felder hier. Boah, dieser Sound ist so geil. Also so satt und einfach klasse. Aber wie geil diese Mary's Farm versteckt. Das kommst du da. Ist da wirklich jetzt kein anderer Weg? Doch, man könnte außen rumfahren. Das ist wirklich ein Geheimweg. Okay, man muss auf jeden Fall so ein bisschen, ne? Über Feldwege fahren. Mary liefert auch, aber Mary nimmt echt stolze Preise. Ich meine 200 pro Schwein. Und die natürlich auch geil, wenn du hier so ankommst, ne? Und dann das Licht und so. Hey, ein schönes Feld. Wo ist das denn das ungefähr?
Eines der größten, ne? Obwohl, ja gut, Feld 5 ist heftig. 20, dann 31. Ein bisschen weit ab von Schuss, aber. Wo sind denn eigentlich unsere Kühe? Bei 27. Da müssten wir auch nochmal gucken, ob wir 27 oder 28 oder 25 uns nochmal holen, damit wir dann für die Silage da in der Nähe was machen können und nicht so weit fahren müssen. Das sieht so geil aus, mit dem Licht. Einfach stark. Klasse. Ich würde gerne die HUD ausblenden, aber das geht ja nicht. Noch nicht. Gibt es noch keine Mod für. Gut, genug gestaunt. Wir wollen hier ein bisschen was erwerben. Warte mal, muss ich jetzt. Die Frage ist jetzt auch, ich glaube, ich muss weiter vorfahren. Sonst wird das nichts. Und wir machen auch die Plane erst einmal ab. Dann, das kann ich mir das Türmenü öffnen. Gehen Recht wechseln. Plane öffnen. So, Motor aus. Türmenü. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas anderes? Wir haben, habe ich so gedacht, also wir haben Wasser, wir haben Frontlader, können Paletten holen. Nee, eigentlich können wir jetzt das Geld verbraten für Tiere. Ich weiß auch nicht, wie viel wir mitkriegen. Das ist die andere. Achso, 9 Schweine. 9 Schweine. Okay. 10 Schafe und 6 Kühe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, finanziell ist es eigentlich genau richtig jetzt für uns, ne? Mit 9 Schweinen. Dann machen wir es mal so. Ja, möchte ich. Oh, wie geil, was für bunte dabei sind. Guck doch mal. Wäre natürlich schön, wenn die auch so genau aussehen, wenn die auf die Wiese kommen. Oder in ihren Stall oder wie auch immer. So, wir machen natürlich jetzt die Plane wieder zu. Okay. Und starten mal zur Schweinefarm. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ich gucke jetzt gar nicht, was die anderen Helfer machen oder so, sondern wir bringen jetzt echt erstmal die armen Schweine weg. Und dafür müssen wir hier hin. Wie fahren wir denn da am besten hier? So, zack, zack, puff. Oder wir fahren über den Hof, aber ich glaube, das ist dann doch mehr Guckerei. Das ist vielleicht doch kürzer, wenn wir dann so fahren direkt. Ja, machen wir. Gesagt, getan. Los geht's. Ah, hat's auch hier in der Nacht noch ein gutes Geschäft gemacht. Geiles Häuschen. Mary's Farm. Oh, oh. Oh, oh. Man sollte immer schön nach vorne gucken. Hier noch hier rausschleppen lassen. Mist. Klappt noch. So, auf zur Farm, dass ihr euch vermehret. Wenn ich jetzt Schwein 10 habe, macht dann Schwein 10 auch was, wenn es ausgewachsen ist mit Schwein 1? Oder sind die dann sowieso sofort gleich ausgewachsen? Oder ist es erst noch ein Ferkel? Oder würde Schwein 10 nichts mit Schwein 1 machen und Schwein 10 sowie auch Schwein 11 würden auch nicht miteinander, sondern die sind nur so zum Verkaufen, oder? Habe ich jetzt im Handbuch nicht gefunden. Deswegen, vielleicht kann es mir einer von euch beantworten. Ja, genau. Hey, ich habe Schweine geladen. Genau, jetzt hupt der noch. Mann, Mann, Mann.
ist mal ein neuer Anhänger hier. Wie würdet ihr denn hier so ein Schadensmodell finden eigentlich? So ein richtiges, ne? Wo so richtig was kaputt geht. Also auch optisch, ne? Nicht nur... Mit der Werkstatt fand ich schon nicht schlecht, bis auf jetzt, wie sowas jetzt wieder, wenn du natürlich so eine Probleme hast, vielleicht war es auch mein Fehler, ich weiß es nicht, dann ist das natürlich schon ärgerlich, ne? Also hier haben wir ein Paradies bei uns, die Schweine. Tolle Kraftfutter schon da. Gut, Wasser fehlt noch, das muss ich dann noch holen. Irgendwie müssen wir da jetzt gleich rüberkommen. Ich glaube, wir werden auch verfolgt. Ich muss da mal kurz gucken. Ne, wir fahren auch weiter und dann gleich da oben links, ne? Ja. Hier war ich auch überlegen mit dem Feldern, ob wir uns die hier holen, Feld 8 oder so. Und so müssen wir schon rein. Wo lebt man denn jetzt die Schweine ab, liebe Leute? Wahrscheinlich da, wo das grüne Ding ist, oder? Ich würde sagen, ja. Nochmal das Ding an. Die Plane mache ich mal raus, aber ich glaube nicht, dass die rauslaufen. Wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, ne? So. Was mache ich da? Okay. Uhr, wir können die Zeit mal wieder zurückschrauben. So. Und ich würde ganz gerne diesen grünen Bubble da jetzt weg haben. Oh, Mist. Wieder zu viel serbische Bohnen gegessen. Okay. Schwein. Ne, erstmal will ich nur absenken. Das können wir jetzt nochmal angucken. So, mal die Karte noch weg hier. So. Okay. Kann ich den jetzt noch irgendwie aufmachen oder so? Ne. So, das Teammenü aufmachen und wir möchten abladen. Bestätigen. Ja, in der Hoffnung, dass die dann auch hier rüberlaufen und nicht weg sind. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss ja hier rumgehen. Guck mal, auch hier schön, ne? Rundumleuchte bleibt an, Licht bleibt an. Sollte man nicht machen, aber
Ach, nett. Du hast eine Schweinerei. Ich finde, die haben es auch ganz gut hier bei uns, ne? Also hier ist doch wirklich ein bisschen Platz und so. Und na, wie könntest du denn heißen? Ja, mit diesen Boxen ist eigentlich ganz nett. Und die ganz schön rumsauen. Auch ein bisschen uneben das Ganze. Ja, fein. Wäre doch mal interessant, wenn vielleicht mal wer den Test gemacht hat. Ich weiß nur, das war noch so, wenn du... Bei LS15 habe ich gar nicht geguckt, aber bei LS13 war es so, dass du quasi... Ja, mit den Kühen hast du meinetwegen drei braune gehabt, ne? Bis nächstes dahin gekommen waren es mit mal drei schwarze. Also schwarz-weiße, ne? Oder nächsten Tag wieder zwei schwarz-weiße, eine braune. Oder so. Die hat dann nachts irgendwie ausgetauscht oder keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, ob er das da mitspeichert. Aber bei neun Schweinen kann ich mir jetzt auch nicht merken. Jetzt laufen die alle zum Fressen gerade, ne? Ja, fein. Also auch die Animationen sind echt so ganz... Sag doch, wenn du mir nicht leiden kannst. Mann, Mann, Mann. Das scheint zu schmecken. Wie gesagt, da müssen wir uns jetzt schnell um das Wasser noch kümmern. Das machen wir aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Sieht man auch, ne? Wasser fehlt. Produktivitätsrate ist ganz mies und ja gut, Wasser ist halt wichtig. Hey, ich will nicht reiten. Ups. Und den Anhänger könnten wir eben nochmal verstauen. Ich wüsste jetzt aber noch nicht genau, wo können wir denn jetzt hier hinten noch rein? Da haben wir jetzt ja... Wir müssen hier auch noch Sonnenblumen oder so holen. Müsste ich auch noch hier abkippen. Dann müsste ich ihn hier nebenstellen eigentlich. Oder hier an der Seite irgendwie. Na gut, hier ist ja Platz. Hier könnten wir hinstellen. Packen wir den gerade nochmal weg. Schön, freut mich. Ich finde es auch geil, dass man die Schweine selber abholen kann. Und die Kühe. Und die Schafe. Hat was. So. Oh, ich soll... Peinlich. Ich schleife den hier... Kann eigentlich sowas passieren? Oder hast du da im Traktor eine Anzeige, die dann einen Alarm schlägt und sagt, hey, oder piept oder so, dass dann halt das Ding auf den Boden schleift? Oh je. Alles ist halt ziemlich tief, also mit denen kannst du solche Spirenzchen hier mal kurz den Berg so hochfahren und so nicht machen, ne? So, müssen wir jetzt hier möglichst dicht dran fahren, weil hier später auch wieder vorbeikommt, vernünftig. Ich könnte natürlich auch hier an die Seite so stellen. Das ist ja auch ein ganz guter Platz. Egal, wir machen es jetzt so. Wie ich gesagt habe. So. Ist möglichst dicht hier noch ans Dach dran. Mal Licht aus. So, so kann man auf jeden Fall dann noch vernünftig rangieren, ne? Ja. Wie gesagt, Wasserfass abholen und wenn ich da jetzt eh da hinten nochmal hin muss, also entweder, vielleicht schicke ich auch einen anderen Traktor hin, dass wir nochmal auf dem zweiten Traktor nochmal einen Frontlader haben. Falls man jetzt der eine hier gerade steht am Schweinehof, dass wir den nicht unbedingt dann zurückholen müssen, nur weil wir gerade Palette Saatgut verladen müssen oder so, ne? Das macht, glaube ich, schon Sinn.
Da haben wir noch ein bisschen Geld über und ich denke mal, das wäre schon okay. Ja, Schweine sind da. Ich freue mich und ich hoffe, ihr euch auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr Bock habt. YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.